Willkommen zum ersten Symposium der Initiative ISB Nord, Orientierung und Steuerungsfähigkeiten in Zeiten von X.0. Ja, wir begrüßen euch. Wir, das sind Thorsten Veit, Anke Hahn, Caroline Vogt, Andrea Mikulajt. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir haben vor, einen ganz, ganz schönen Tag miteinander zu verbringen, weil wir freuen uns mega, dass es jetzt soweit ist. Er ist da, der erste Tag. Die allermeisten von uns eint, dass wir Wurzeln in Wiesloch haben, Wurzeln am ISB, dass wir da irgendwas gemacht haben, ein Curriculum, uns da kennengelernt haben. Wir hätten doch gerne so ein Stückchen ISB auch hier im Norden. Und nachdem Thorsten dann diese Idee aus immer mal wieder verschiedenen Mund zu immer mal wieder verschiedenen Zeitpunkten auf sich einprasseln sah, haben wir uns dann irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was geht denn da wirklich? Gibt es hier irgendein Kraftfeld, was am Entstehen ist und was hier oben irgendwas tun möchte? Es gibt schon Peer Groups, die arbeiten wunderbar. Und was könnte aber vielleicht noch eine Klammer sein, was uns alle hier zusammen verbindet, und lasst es uns einfach mal ausprobieren. Und das war die Idee von dieser Initiative Nord. Wir haben das erste Mal zusammengesessen Anfang 2016, glaube ich. Haben dann über das bekannte Netzwerk die Anfrage gestellt ins Netz, wer wäre denn interessiert, dass es hier oben irgendwas, was auch immer, wir wissen es noch nicht genau, geben könnte. Und da purzelten innerhalb von wenigen Tagen über 70 Rückmeldungen ein. Und da haben wir alle gemerkt, so, oh, da ist was. Lass mal gucken. Und dann haben wir das aber hier alles nicht alleine gewuppt, sondern wir wurden ganz, ganz toll begleitet von einem Konzeption- und Organisationsteam, die wir uns gefunden haben und zahlreiche Sonntage miteinander verbracht haben, um an der Idee zu arbeiten, was es denn erstmal sein könnte und wie wir dann starten. Und die erste Idee war dieses Symposium. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, ausdrücklich bei unserem Konzeptions- und Organisationsteam. Vielen, vielen Dank für euer Engagement und für das, was daraus geworden ist und den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind bis hierher und der hoffentlich weitergehen wird. Und jetzt ist es mir eine besondere Freude, das Wort an Thorsten zu geben, ohne den schließlich all das hier nicht möglich wäre. Und das ist ein fetter Applaus. Ich gebe das gleich mal zurück und danke euch schon jetzt. Und ich danke auch jetzt schon der Vorbereitungsgruppe, weil ohne euch wäre das hier nicht möglich, was wir hier heute den Tag über erleben dürfen. Also jetzt schon mal Applaus an euch. Ich finde es ganz toll, das merkt man auch jetzt schon von euch wieder ausgehend und auch im Raum schon, was für ein Spirit hier am Entstehen ist. Und das ist ja echt immer so schön, dass wir irgendwann mal die Idee hatten und jetzt ist es dann soweit, jetzt kommt man am Samstagmorgen hier zusammen. Und dazu begrüße ich euch nochmal ganz herzlich sozusagen aus der Wiesloch-Ecke. Wir sind alle, also nicht alle, aber wir sind doch auch zahlreich vom ISB hier angereist und das finden wir echt ganz toll, dass wir das jetzt hier zusammen gestalten dürfen. Ja, gestern hat mich der Thomas gefragt, was habt ihr denn für eine Idee, was soll denn da passieren, wenn das jetzt gut läuft, wenn ihr vom ISB im Süden, im Südwesten da platziert, jetzt plötzlich in Hamburg so ein Symposium macht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das hat mit unseren drei Säulen zu tun. Wir haben ja letztes Jahr unsere Website neu strukturiert und eine
neben unserem Kerngeschäft, neben dem Professionalisieren, neben den Curricula, ist natürlich dieses Vernetzungsteil. Und dieser Vernetzungsteil, der lebt ja ohnehin schon in Peer Groups, in verschiedenen Zusammenarbeitsformen, im Kooperationsbereich, wenn ihr zusammen auch Aufträge macht. Aber es geht eben auch immer wieder um Anlässe. Und dieser Geist, der lebt in den Köpfen, der lebt in uns als Personen, aber er kristallisiert sich natürlich immer wieder dann, wenn Leute auch zusammenkommen. Und deswegen habe ich gestern gesagt, wenn dieser Geist des Authentischen, des Offenen, des Lebendigen miteinander sich austauschen, was ja relativ schnell meistens funktioniert, wenn Wieslocher, wenn ISBler zusammenkommen, wenn das hier sich genauso zeigt heute und in dem, was später passiert, dann würde ich sagen, dann ist das ins Leben gekommen, was wir uns dabei gedacht haben. Also ein Kraftfeld, ein ISB-Leuchtturm im Norden, das wäre das, was wir uns davon erhoffen. Und ich finde es wirklich auch mal schön, mal nach in den Norden zu fahren. Ihr seid immer zu uns gekommen, jetzt kommen wir mal zu euch, ich auch persönlich. Ich war auch einmal beim Vorbereitungstreffen dabei. Ich habe noch nicht so viel gesehen von der Stadt, aber ich finde es einfach auch schön, das als Anlass zu nehmen, auch ein bisschen hier die Nordecke kennenzulernen. Ja, das andere. Ach genau, vielleicht noch ein Punkt, was ich immer erlebt habe, und das erlebe ich hier jetzt auch schon in verschiedenen Tagungen, ist, dass wir relativ schnell in dieser Kultur, in dieser ISB-Kultur auch miteinander in einen authentischen Kontakt kommen, ohne zu viel Glamour, ohne zu viel Show. Das sagen wir auch immer so dazu zu unseren, oder bei der Vorstellung unserer Events, dass es wirklich uns darum geht, über die wesentlichen Dinge zu sprechen. Und das wünsche ich auch diesen Tag, dass wir genau in diesem Geiste zu den Herausforderungen, zu den Themen, mit denen wir alle irgendwie am Ringen sind, in einen guten Austausch, in einen guten Dialog kommen. So, der zweite Teil, der steht da schon drauf, nämlich das ist der Entwicklungsteil, also die Säule entwickeln. Das ISB war und ist eigentlich eine Entwicklungswerkstatt. Wir haben uns schon immer mit den modernen, mit den zeitgemäßen, mit den auch zukunftsträchtigen Themen beschäftigt, und das erlebe ich oder gestalte ich auch momentan so, dass sich das nochmal verändert. Vieles ist früher von Bernd Schmidt getrieben und entwickelt worden, und wir als Institution machen da ja auch einen Veränderungsprozess durch und geben diesen Entwicklungsteil mehr und mehr auch in unser Netzwerk, in unsere Kreise, mit den Lehrtrainern, mit den Mastern, mit den Alumni und auch mit anderen Partnern zusammen. Ja, gucken wir, was liegt an, was sind für Themen, worauf wir Antworten geben müssen. Und ich will jetzt nicht die ganzen Containerbegriffe, die ganzen Buzzwords nennen, die wir alle, vor denen wir alle gewarnt werden, die auf uns zukommen. Ich denke, manches kommt, manches wird passieren, manches ist schon, manches wird sich auch vielleicht nicht verändern. Wir hatten es gestern auch drüber, mit dem Carsten habe ich drüber gesprochen, was hat sich denn jetzt eigentlich verändert? Was war denn früher auch schon komplex und kompliziert? Und das sind spannende Fragen. Manches wird uns erwischen, hätte ich fast gesagt. Also manches wird uns einfach beschäftigen als Person, als Individuum, aber auch natürlich in den Organisationen. Und manches wird sich vielleicht auch anders nochmal entwickeln. Und auf diese Frage auch gemeinsam Antworten zu finden, dafür sollen diese Foren, dieses Symposium heute und hier auch ein Forum sein. Und ich freue mich sehr, dass wir so verschiedene Themen auch aus dem ISB-Zusammenhang, aber auch aus anderen Richtungen in ein tolles Programm gebracht haben. Ich glaube, das wird ein sehr lohnender Tag. Also diese Überschrift, wie können wir eigentlich in dieser sehr schnelllebigen, sehr zentrifugalen Welt Steuerungsfähigkeit und Orientierung gewinnen oder behalten, das finde ich sehr passend. Ich war ja sehr froh, dass jetzt nicht Agilität ganz oben auf der Überschrift stand, sondern dieses Steuern, diese Steuerungsperspektive und natürlich die auch persönliche, individuelle Orientierung, die beschäftigt uns schon seit langem. Eigentlich auch in den Curricula geht es immer darum, systemisch Steuerung zu verstehen. Und der Bernd hat mal gesagt vor einigen Jahren, es ist das Zeitalter der Integration. Das fand ich auch nochmal ganz passend zu dem Steuerungsbegriff. Also die große Herausforderung liegt darin, die Dinge zueinander zu fügen, auch zueinander fügbar zu machen. Und das hat natürlich auch ganz viel wiederum mit Steuerung und eigener Orientierung zu tun. Wie bleibe ich bei all dem Zentrifugalen auch irgendwie bei mir? Und das lässt sich natürlich genau in die Organisation übertragen, wo wir auch permanent gefordert sind, die auseinanderfliegenden Dinge wieder zusammenzufügen oder zusammenzuhalten. Und ich glaube, wenn wir da von den Impulsen ausgehend und von den Workshops und von euren Beiträgen wieder ein paar Ideen mit in den Alltag nehmen, dann kann das ein toller Tag werden. Also die Steuerung im Innen für uns selber, für uns im Individuellen, und die Steuerung im Außen, das
glaube ich, das wird sich auch dann in den Themen nachher zeigen. Jetzt freue ich mich sehr, unsere beiden Impulsgeber auf die Bühne zu bitten und sie zu begrüßen. Einmal den Jaco Johansen. Und den André Ziemann, der hier vorne in der ersten Reihe sitzt. Die uns jetzt in den Tag, in den Morgen einführen werden. Ich sage 2, 3 Sätze zum Jaco und auch zum André. Der Jaco, ein Kollege, ein Partner, ein Lehrtrainer vom ISB, langjährig mit uns verbunden, macht den ersten Teil, freuen wir uns sehr. Und André Ziemann, jemand aus dem Vorstand von Minolta, der uns auch nochmal die Innensicht als Management-Perspektive einbringen wird. Also 2 Perspektiven, einmal der externe Berater und der Trainer und selbst Unternehmer und eben die interne Perspektive als Vorstand zu diesen großen Themen, die wir gerade angesprochen haben. Und ich freue mich sehr, dass wir von euren Erfahrungen und auch von eurem Wissen jetzt profitieren dürfen. Dankeschön.